Der FCL in Marbella wird präsentiert von Siebentopfkellerei AG in Stans, Liestal und Basel. Ihre blau-weissen Weinfachhändler seit 140 Jahren. Für Familienweingüter mit Spitzenwein. Markus Babbel, der FC Luzern gewinnt 1-0 gegen den FC Ingolstadt. Ihr Fazit aus dieser Partie? Ja, es war ein guter Test für uns. Mit zwei verschiedenen Mannschaften, ein neues System gespielt. Und ja, die Jungs haben viele gute Ansätze gezeigt. Leider haben wir es teilweise dann nicht zu Ende spielen können, weil da einfach die Frische im Kopf gefehlt hat. Die Übersicht hat dann einfach gefehlt, was aber zu dem Zeitpunkt völlig normal ist. Aber wichtig war, dass wir doch sehr engagiert ans Werk gegangen sind und dass wir, denke ich, auch als verdienter Sieger vom Platz gehen. Vor allem in der zweiten Halbzeit hat man sich durchaus Chancen erarbeitet, man hätte hier höher gewinnen können. Ja, nicht nur in der zweiten Halbzeit, auch in der ersten Halbzeit waren viele gute Ansätze da, wo wir dann leider den letzten Pass einfach nicht sauber hinbekommen haben, wo wir dann teilweise auch freistehend vorm Tor gestanden wären. Aber wichtig ist, dass man erstmal wieder da hinkommt. Und nochmal, es ist auch eine völlig normale Situation. Die Jungs haben jetzt 14 Tage echt extrem hart arbeiten müssen und deswegen bin ich sehr positiv überrascht, dass sie heute doch die 45 Minuten gut marschieren haben können. Sicher auch ein Spiel, das Mumm gibt. Ist es der Leader der zweiten Bundesliga? Ja, ganz klar. Das ist jetzt nicht irgendein Gegner gewesen, sondern das ist der Tabellenführer der zweiten Liga, die ja eben auch eine Mannschaft ist, die robust ist, die zweikampfstark ist, die darüber hinaus aber auch sehr, sehr gut Fußball spielen kann, wenn man sie lässt. Und das haben wir heute über 90 Minuten sehr, sehr gut hinbekommen, dass wir eigentlich fast nichts zugelassen haben, bis auf eine Chance und uns trotzdem selber immer wieder Möglichkeiten erarbeitet haben. Also das war schon ein guter Aufgalopp und da hoffen wir natürlich, dass es jetzt so weitergeht. Was auch beeindruckt hat, war die Härte, indem man den Gegner dagegen hielt. Ja, wichtig. Ich denke, es war kein unfaires Spiel, aber es war ein hartes Spiel von beiden Seiten. Und ja, es ist wichtig, dass man da sich nicht einschüchtern lässt, dass man nicht klein beigibt, sondern dass man dagegen hält. Und das hat mir eben auch sehr, sehr gut gefallen. Siebentopfkellerei AG in Stans, Liestal und Basel präsentiert Ihnen den Weitig vom Tag. Everybody in short skirts, shorts and shades.